Alles auf den Tisch legen, bitte. Handys, Geldbeutel. Irgendwas in den Taschen? Keine Messer oder so? Nein. Gut, setzen. Noch zwei. Zwei Männer, die regelmäßig die Grenze überqueren, wurden mir überstellt. Ziemlich schräg. Sie haben keine Pässe und viel Bargeld bei sich, obwohl sie keine Arbeit haben. Woher kennen Sie sich? Von der Schule. In Mexiko? Nein, in Tucson. In Tucson. Wie lange waren Sie in Mexiko? So 5-4 Stunden. Haben Sie was mitgebracht? Nein, die sind für meine Tante. Keine Drogen? Doch, ich habe welche. Welche Art? Weiß nicht. Wissen Sie nicht? Nein. Wo? Die gaben Sie mir. Wer? Hm. Keine Ahnung? Sie sind in meinem Schuh. Im Schuh? Der hier, er behauptet, er hätte Drogen im Schuh. Durchsuchen. Ich war geschockt. Er hat zugegeben, dass da was ist. Nur ihn? Beide. Beide? Ja. Wer zuerst? Sie lachten und ich dachte, das kann Nervosität sein oder ein Zeichen, dass es stimmt. Wieder hinsetzen. Der Nächste! Nichts. Die sind sauber. Und was ist mit den Drogen? War ein Witz? Das ist nicht witzig. Ich weiß, er hatte Bock drauf und ich dachte, also gut, ich mach's nicht wieder. Sie hatten nichts, es sollte ein Scherz sein. Wer bitte macht an einer internationalen Grenze Scherze über Drogen? Wir entlassen Sie beide mit einer Verwarnung. Falls Sie aber nochmal eine Falschaussage machen sollten, kann das ernste Folgen haben. Oder man verweigert Ihnen die Einreise. Sie können gehen. Das war's. Danke.